Am gestrigen Samstagmittag fand am Schulzentrum der Hansestadt Wipperfürth eine Großübung der Freiwilligen Feuerwehr Wipperfürth statt. Geübt wurde die Evakuierung des imaginären Seniorenheims Haus Florian nach einer Explosion mit anschließendem Feuer im Küchenbereich. Für dich am Start, die neue Sparkassen-Card, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Es ist eine Alarmübung. Alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden wissen, dass heute eine Übung ist. Sie wissen aber nicht, was, wo und wann. Also es wird gleich alarmiert. Dann gehen die wie im realen Einsatz in die Gerätehäuser, rüsten sich aus und rücken hier an. Das Szenario ist hier auf dem Mühlenberg, im Schulzentrum auf dem Mühlenberg, ein alter Gebäudetrakt der alten Hauptschule. Der wird bald abgerissen und in diesem Gebäude werden wir ein fiktives Altenheim darstellen, wo es zu einem Brandereignis kommt und wo evakuiert wird, und können da sehr einsatzreal üben. Mindestens 4 Mann in der Küche sein, ja, okay. Die oben sind. Das ist ja auch eine Liste hier von den Anwohnern. Ja, okay. Die sonst da sind, müssen wir halt nochmal gucken. Ja, okay. Ihr müsst also direkt mal hier rauf, durch die Flugkunde hier rauf, zur Menschenrettung. Dann soll mit Gas gekocht worden sein. Ja. Heißt, Gas muss halt gestoppt werden. Im ganzen Gebäude, in den Wohn- und Speiseräumen, sind halt noch Bewohner, die evakuiert, gerettet werden müssen. Pass auf, wir werden 15 Personen vermisst, über alle 3 Etagen. Aber hier ist noch ein 2. Rettungsausgang. Der kann nicht genutzt werden, wir können nur übers Treppenhaus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bot sich dann folgende Lage: eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude, mehrere Menschen, die am Fenster standen und nach Hilfe rufen. Wir haben dann sofort die Menschenrettung eingeleitet über die Drehleiter, über Steckleitern, über dreiteilige Schiebeleitern. Wir sind hier zurzeit im Einsatz mit 131 Personen und mussten von daher alle Personen auch einsetzen, um 15 Verletzte zurzeit zu retten. Es sind auch 2 bis 3 Kinder dabei, die hier im Altersheim ihren Opa besucht haben. Und von daher laufen zurzeit noch Rettungsmaßnahmen. Wir haben noch 3 Personen im Gebäude, die nicht gehfähig sind, die aber in einem Bereich sind, wo zurzeit weder Feuer noch Rauch ist. Die BEW als Energieversorger ist im Einsatz, die Polizei ist im Einsatz. Wir haben aus dem Oberbergischen Kreis den Wechsellader Atemschutz hier. Das Deutsche Rote Kreuz ist hier und unterstützt uns bei den Patienten. Die Stadt Wipperfürth ist hier mit der Bürgermeisterin, dem Ordnungsamt und versucht hier zu vermitteln, neue Plätze zu finden, weil das Altenheim hier jetzt unbewohnbar ist. Und diese Übung halte ich für sehr wichtig, weil man einfach sieht, wie gut die unterschiedlichen Aktionäre zusammenarbeiten. Ich habe es eben schon mal gesagt, leider muss man sagen, haben wir die Erfahrung ja schon gemacht, durch das Hochwasser, durch die 2 Brände, großen Brände in Ohl, wissen wir schon ungefähr, was zu tun ist, aber dennoch halte ich diese Übung immer für immens wichtig, damit man auch im Ernstfall gut vorbereitet ist. Ja, die Übung, die ist ja von langer Hand organisiert worden durch die Stadt Wipperfürth unter wirklich großem personellen Aufwand. Und das ist natürlich gerade für mich als Kreisbrandmeister interessant zu sehen, was haben die Kameradinnen und Kameraden hier organisiert. Und für ein Fazit der Übung ist sicherlich jetzt noch zu früh. Was ich schon sagen kann, ist, dass wir sicherlich viele, viele Erkenntnisse hier rausgezogen haben für den Echteinsatz. Aber wir müssen jetzt mal intensiv auswerten. Ja, die Übung ist für uns sehr gut gelaufen. Die Kameraden hatten all ihre Tätigkeiten sehr gut erledigt. Wir hatten Menschenrettung, wir hatten 19 vermisste Personen, die alle im Endeffekt gerettet wurden. Bei der Wetterlage war natürlich heute sehr anstrengend für uns, für die Atemschutzgeräteträger. Die waren schon richtig in Spitzen gekommen. Hier und da gibt es Sachen, die wir nachbessern müssen, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist die Übung sehr gut gelaufen. Ja.